Niedersachsen. Helden des Alltags. Naja, Jan hat mich die ganze Zeit geärgert, mich geschlagen. Und Samantha hat nicht zu Ende gezählt, hat mich dann runtergeschockt. Dann habe ich was zu ihm gesagt, ziemlich Huhn, du altes Huhn. Dann bin ich mit meinem Gesicht in den Schlamm reingefallen und dann sind wir im Raum der guten Lösung gegangen. Dann erklären wir die Regeln und dann stellen wir fest, wer möchte anfangen, den Streit zu schildern. Das macht dann eins von den Kindern. Wir fassen den Streit dann nochmal zusammen in der Kurzform und dann versuchen wir uns an die Lösung heranzutasten, aber immer so, dass wir die Kinder voranschicken, dass wir die Kinder fragen, was habt ihr jetzt vor? Denn wir wissen, dass die Kinder freiwillig gekommen sind und von sich aus diesen Streit beilegen möchten. Es gibt verschiedene Regeln, die beinhalten zum Beispiel, dass das Gespräch zunächst vertraulich ist, dass beide Seiten nicht damit hinterher woanders hinlaufen. Eine zweite Regel ist, dass jeder so viel sagen möchte, wie er auf dem Herzen hat, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir am Ende auch immer zufrieden aus dem Raum herausgehen. Die meisten Gespräche sind erfolgreich, aber das haben wir in der Zeit gelernt, es kann auch mal sein, dass ein Gespräch nicht erfolgreich endet und dann vertagen wir uns auf einen neuen Tag, damit beide Seiten die Wogen so ein bisschen geglättet haben. Und es ist gut, einfach bei uns einmal zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, den Streit zu beseitigen und hinterher wieder zufrieden aus dem Raum herauszugehen und zusammen zu spielen. Die haben uns etwas gesagt, dass wir uns zusammenhalten sollen, nicht einander ärgern sollen und so. Da hatten wir so eine Entschuldigung gemacht und dann die Hände so draufgelegt, damit wir das nie wieder machen. Und dann haben wir uns halt wieder vertragen und sind halt fröhlich wieder in die Klasse gegangen.